Ja, aber das N-Wort, das hat ja ein Lavasee, das hat ja hier historische Gründe und Versklavung und hast du nicht gesehen und ja, das N-Wort, das erinnert einfach an die Zeit von damals, wie alles geschah und das sagt man einfach nicht. Sind wir mal ehrlich? Ich finde, jeder, der das, was früher passiert ist, gutheißt, egal um was es geht, sei es jetzt die Versklavung gewisser Menschengruppen oder sei es die Ausrottung mancher religiösen Völker. Es ist absolut egal, um was es geht. Wer sowas gut heißt, mit dem habe ich keinen Kontakt. Ja, erstens das. Zweitens ist da ein schwarzes Loch. Und drittens, kommt bitte her. Kommt bitte her. Jetzt sterben sie. Der sitzt? Ne, der sitzt nicht. Aber komm doch her jetzt. Und wo ist der andere? Der ist da. Wo ist das Problem? Ne, was ich sagen will. Ich kenne persönlich niemanden, der diese Meinung vertritt. Ich vertrete sie auch nicht, dass das gut ist, gut war, was passiert ist. Ja. Und nur weil ich das Wort benutze oder weil ich Witze drüber mache, es geht ja hier jetzt hauptsächlich um Witze machen. Nur weil ich Witze mache, heißt das nicht, dass ich das befürworte, was damals passiert ist. Ja? Dass das mal abgegrenzt ist. Und das jemandem zu unterstellen, ist äußerst unhöflich. Nur zur Info. So. Man kann jeden zu einem Rassisten machen. Man kann jeden zu einem Nazi machen. Es geht alles. Es kommt immer darauf an, wie du jemandem was in den Mund legst und nicht, wie er es selber sagt. Klar, wenn ich jetzt hier was weiß ich was sage, dann wird mein YouTube-Konto wahrscheinlich gelöscht. Ist ja auch okay. Aber ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Und das muss nicht sein, sowas. Aber wisst ihr, was ich feier? Dass ich bald zu Hause bin. Das feiere ich richtig. Weil, wenn ihr mal 5 Stunden am Stück. Gut, ich nehme jetzt natürlich nicht 5 Stunden auf. Aber wenn ihr mal, was ich, 3 Stunden am Stück aufgenommen habt und 3 Stunden am Stück nur in eine Richtung rennt, dann wisst ihr, warum ich damit so ein Problem habe. Weil meine Finger sich so, also die sind ja einfach eigentlich ununterbrochen auf derselben Taste und drücken die ganze Zeit diese Tasten runter. Könnt ihr euch vorstellen, dass das dann nach 2 Stunden vielleicht oder vielleicht sogar erst nach 3, ist ja egal. Kann ja sein, dass es da dann anfängt weh zu tun irgendwann, ne? Nur mal so als Info am Rande, dass du Bescheid weißt. Und was halt auch noch jetzt hier gut zu wissen ist, dass ich bald zu Hause bin. Als hätte ich das nicht schon gesagt. Und ich bin so froh. Es ist ein Gefühl der Erleichterung. Es ist wie wenn du einen Marathon läufst. Gehen wir mal von einem 30-Kilometer-Marathon aus. Die ersten 10 Kilometer, die nimmst du auseinander. Die nimmst du komplett auseinander. Also da nimmst du alles hops, Junge. 10 Kilometer, die ersten 10 Kilometer gibst du Gas so.
Dann so 15 bis 20, so oder allgemein bis 20. Das sind so eigentlich die schlimmsten, weil du dann merkst, ey, du hast gerade mal die Hälfte und bist schon so am Arsch. Und genauso ist es eigentlich. So, und dann so bei Kilometer 27 oder vielleicht sogar schon 25, denkst du dir, Junge, Yeet, Alter. Yeet of Depleet. Ich zieh das Ding hier jetzt durch. So. Und genauso fühle ich mich. Und ich habe einfach X minus 400. Wo muss ich denn hin? Ich muss. Ich weiß schon gar nicht mehr, auf welchen Punkt ich hier geiern muss. Aber ich glaube, der Lilane ist mein Nullmeridian. Ich will ja nicht zum Nullmeridian. Ich will ja zum Spawnpunkt. So. Dass ich mir jeden Meter spare. Der Lilane ist der Spawnpunkt. So, und dann mache ich mich auf den Weg in meine schöne warme Bude. Ich setze die zwei Papageien ab. Dann werde ich mich bis nächstes Mal einlesen, wie man die züchtet. Was auch so leicht ist wie bei Hunden. Oder ob. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war mit Abstand das Schlimmste, was ich je in Minecraft erlebt habe. Der schlimmste Weg überhaupt. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Sind meine Papageien noch da? Natürlich nicht. So, und wo sind sie dann? Wieder weg. Da hinten ist einer. Ach, wegen dem Schnee natürlich. Stimmt, da war was. Ja, dann. Jetzt kommt er geflogen. Du süßes Ding, du. Du bist so süß. Ich hoffe so, dass ich einen nicht verliere, weil ich will die wirklich fortpflanzen, weil ich habe keine Ahnung, wo das nächste Schiff ist. Dschungel finde ich hier wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, Kollege, kommst du? Ja, wir haben es doch gleich geschafft. Wir haben es doch gleich geschafft. Sieht ja echt anstrengend aus, was du da machst. Aber guck mal, da hinten ist einfach schon euer neues Zuhause, würde ich sagen, weil ihr wart ja da noch nie. So, weiter geht's. Endspurt. Wir haben einfach einen Tag überzogen. Ich habe einen Tag überzogen, tut mir leid, ja. Ach, guck mal hier. Hier war das doch das erste Redstone, wo wir hier gefunden haben. Und da unten habe ich Sand abgebaut für eine Sandsteinspitzhacke, die dann nicht so toll war. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir sie dann verzaubert haben mit Effizienz 50 Trilliarden. Dann ging das Ding ab wie Schmidts Katze, Alter. Das war ja dann das absolute Highlight. Aber das ist. Ich finde es immer wieder schön, sich an irgendwelche Sachen zu erinnern, die mal waren. Und zwar besonders waren. Und ich bin einfach hier. Bin einfach nach Hause gelaufen. Und diese zwei Papageien, die haben mir einfach gefolgt. Wie schön. So, mach mal Sitz. Du machst auch Sitz. Und was mit dem anderen jetzt? Der hockt mir jetzt auf der Schulter. Ja, gut, dann ist das halt so. Auf jeden Fall reicht mir das jetzt für heute. Meine Finger sind kurz vorm Brechen.
Da hat man es vielleicht gehört. Oder da. Ich weiß nicht. Ich will jetzt aber da nicht so eine Geräuschkulisse machen, dass einem von euch schlecht wird. Ist einfach schön, wieder zu Hause zu sein. Und bevor ich jetzt wieder ewig lang weiterlabere, erstmal ausschlafen. Ne, kann ich natürlich nicht, weil schon 7 Uhr morgens ist. Und wir haben schon den 11. April. Ah, herrlich. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Und da war gerade der Papagei. Und ich will, dass der. Will, dass er da absteigt von mir sozusagen. Aber er hat nicht so Bock drauf. Ach, wenn ich springe, dann steigt er ab sozusagen von mir. So, dann komm mal her. Mach mal bitte Sitz. Oder wie man das bei einem Papagei auch nennt. Perfekt, Alter. So, dann haben wir hier B2RP und FX6, die Ausreißer. In Anführungszeichen Hunde, sind ja eigentlich Papageien. Schön, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Schön, dass ihr mich begleitet habt. Nicht so wie mein Hund, der von einem schwarzen Loch eingesaugt wurde. Was ja aber auch mein Verschulden ist. Ohne mich wäre er da gar nicht hingekommen. Aber naja, ich denke, ich hoffe, er hat ein schönes Leben gehabt mit mir. Und Alter, ich wollte nicht viel labern und jetzt habe ich es wieder komplett übertrieben. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich, meine Freunde. Und da sind wir wieder zurück in unserer wunderschönen Bude, in unserer. Naja, das fängt ja schon mal gut an. Hier erstmal ein paar Einbrüche der Framerate. Vermisst habe ich es absolut. Ja, unsere beiden Papageien, sind immer noch hier, zum Glück. Was ist denn. Ach, guck mal, der hat gar keine 6 HP mehr. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es gar nicht so wirklich möglich ist, diese Papageie fortzupflanzen. Und da war ich dann tatsächlich etwas enttäuscht. Aber wollen wir mal nicht so sein. Ich habe gehört, dass es möglich ist, durch irgendwelche Tricks das tatsächlich zu, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen will. Vielleicht. Ach, guck mal, da ist mein Ofen wieder aus. Ich muss jetzt hier irgendwie mal was hier herstellen. Das, ja, komm, machst du mal ein bisschen Holz, auch wenn es absolut bescheuert ist. Eigentlich. Aber eigentlich ja auch nicht. Ich will mal mein Inventar hier ein bisschen aufräumen. So. Und zwar habe ich gehört, dass wenn man den Papageien gewisse Samen gibt, die ich wahrscheinlich nicht mal habe, dann können die ganz schön perverse Dinge machen. Tatsächlich. So, aber da ich, wie bereits erwähnt, der Meinung bin, dass ich diese Samen nicht besitze, sollte ich sie mir vielleicht zulegen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Ja, volles Inventar, voller Rucksack, da war ja was. Da müsste ich mir tatsächlich mal was angewöhnen, dass ich das in Zukunft lasse. So, aber die Knochen, die. Was ist denn. Warum ist denn jetzt schon wieder meine Framerate so gering? Ach, okay. So, jetzt machst du mal hier noch ein paar Knochen, die kannst du ja machen. Canola, was auch immer ich damit machen kann. Aber Knochen kannst du mal hier herstellen und Fäden brauche ich nicht. Kamille wahrscheinlich auch nicht.
Fichtensetzling. Ah ja.